Das Gobi in Dubi Video, wo ein Neurologe seine Arbeit aufgibt und irgend so ein Scheiß quasselt über, dass er gelernt hat, dass das nicht wirklich heilt. Und es hat mittlerweile 6-7 Millionen Ansichten. Ich habe das Video erwischt, als es 100.000 hatte circa. Und weißt du, was faszinierend ist? Und ich sage euch etwas, was ich wirklich glaube. Also er setzt sich hin und fängt an auf einem sehr langweiligen Ton, mitten im Gebirge, mit Moskitos um sich herum, fängt er an, irgendwie zu erzählen, wie er von einem MIT als Neurologe, Neurosurgeon eigentlich, wie er seine Entscheidung getroffen hat, aus der Sache rauszugehen. Und die Sache, der Grund ist, warum das Video so viel Erfolg hat, ist Punkt 1, er ist Asiate. Und ich glaube, dass die KI mittlerweile von diesen DEI und DEI heißt eigentlich dieses Inclusion und ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Wokeness, wo man eigentlich nur Leute unterstützt, die entweder trans sind, schwarz, asiatisch, Frau, aber weiße Männer auf keinen Fall mehr. Und mittlerweile wissen wir wissen, dass es so ist, speziell auch bei Google. Wir wissen tatsächlich, dass es mittlerweile so ist, dass diese großen Firmen so agieren. Disney zum Beispiel hat einen Leak, wo ein schwuler Mann, der bei denen arbeitet, ich glaube sogar im HR-Department, bin mir nicht sicher, wo ihm das ganz klar gesagt wurde, das wurde dann geleakt, dass Disney nur noch Schwarze anheuert in bestimmten Bereichen. So. Und deswegen sieht man das ja auch in den Filmen und so. Und keiner will es ansprechen, weil alle Angst davor haben. Aber es ist natürlich Rassismus gegenüber Weißen. Und genau das Gleiche passiert auf YouTube und auf Google. Ohne Scheiß. Also hundertprozentig. Die KI ist instruiert zu checken, ist das jetzt ein Weißer, ist das ein Schwarzer, wie inklusiv ist das und ist das ein Asiate. Und dann wird das speziell mehr gepusht, das Video, weil das Video an sich hat nämlich überhaupt nichts zu sagen. Und ich bin ja Meister Heiler mittlerweile, würde ich sagen. Und daher weiß ich, von was er in dem Video versucht zu sprechen. Und er liegt halt komplett falsch. Weil er sagt halt so, ja, ich habe halt beobachtet, dass dann irgendwie Leute schneller geheilt sind, wenn sie zum Beispiel vegan waren oder wenn sie bessere Familienverbindungen hatten und so. Und das ist einfach nur ein reinstes Gequasel. Dieses Video hat mit Energieheilung dann, was er versucht so anzudeuten, hat eigentlich nur am Rande was zu tun, obwohl das eigentlich sein Hauptargument ist. Aber er kommt halt nicht darauf, weil er halt ein Laie ist, ein Anfänger oder halt einfach auch nicht. Ich meine, er ist ein wissenschaftlich denkender Asiate. Er kommt halt einfach nicht wirklich dahinter, weil er halt neu zu dem Thema ist. Aber ich glaube, was passiert ist, erstens, ist, dass er relatable ist. Er ist wahnsinnig relatable, weil die meisten Menschen auf seiner Stufe sind. Und wenn er dann noch vom Algorithmus extra gepusht wird, dann ist es ja nicht doppelt so stark. Und er macht daraus natürlich so eine emotionale Geschichte, wie ich habe 7-8 Jahre als Asiate, der quasi nach MIT kam. Und ich muss auch dazu sagen, dass MIT in den USA halt einer der Top Science-Schulen ist, Technologieschulen. Ich wollte früher auch mal nach MIT, bis ich gemerkt habe, 99% der Leute, die dort studieren, sind Männer. Und ich wollte eigentlich auch keine Karriere, aber auf alle Fälle, ich glaube, da war so mein erster vielleicht Fehler in meiner Karriere, auf alle Fälle egal. Auf alle Fälle ist total egal. Auf alle Fälle ist total egal. Auf alle Fälle finde ich es extrem auffällig. Extrem auffällig und unkongruent, dass dieses Video mir gepusht wurde zu dem Zeitpunkt,
wo es noch 100.000 Views hatte und ich auch gar nicht sowas anklicke. Also ich höre mir sowas eigentlich gar nicht an. Irgendwas war mega strange. Und ich sag euch, ich schwöre euch Leute, das ist der DEI-Algorithmus. Und deswegen wurde ja auch TikTok so groß, weil TikTok gezeigt hat, hey, uns ist das egal, ob du weiß oder schwarz bist. Das stimmt bei TikTok mittlerweile auch nicht mehr, ja. Aber am Anfang wurde es denen egal. Hauptsache, du machst ein virales Video. Und es ist mittlerweile ist es so, dass du in der Moderation, wenn du ein weißer, älterer Mann bist, wirst du auch aus TikTok gekickt, ja. Und das ist ja, warum X, Twitter von Elon Musk, momentan so abgeht, weil dort können die weißen alten Männer können sich durchsetzen, weil dort gibt es kein DEI, weil Elon Musk auch weiß und alt ist. Und er wusste genau, dass das kommt. Und deswegen hat er Twitter gekauft. Das ist der einzige Grund. Der wollte seine Marketingplattform, seine billigste Marketingplattform. Der wusste, dass dann alle Ewigkeiten eine billige Marketingplattform kauft, wenn er das kauft. Ein genialer Schachzug. Er hat sein eigenes Fernsehen gekauft, im Endeffekt, wo er ständig über Tesla und SpaceX und was weiß ich und Neuralink sprechen kann. Und nicht gebootet werden, weil in allen anderen wäre er rausgeschmissen worden. In YouTube wäre er runterdegradiert worden, in Google, in Facebook, überall. Sehr, sehr spannend. Also es war eigentlich ein 5D-Chess-Move, auf alle Fälle. Und weil es ist extrem auffällig, Leute. Also dieser Neurologe, der redet stundenlang Scheiß daher. Hat von Energieheilung keine Ahnung. Das ist aber sein Hauptargument eigentlich. Das ist, dass andere Dinge heilen als eine OP. Und plötzlich hat es 2 Tage, 3 Tage später 7 Millionen Views. Das ist echt nicht normal. Und das ist die Realität, in der wir leben. Diese DEI-Scheiße. Ich hasse diese Links überall, ganz ehrlich. Also dieses, da sitzen irgendwelche Demokraten oder linksliberalen Softwareentwickler, die es selber nicht geschafft haben zu Hause, einfach sich erhofft haben, von Google eingestellt zu werden, eingestellt werden, weil sie halt eine bestimmte Rasse oder was weiß ich, Geschlecht repräsentieren. Genauso, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt bei Donald Trump. Der Secret Service, da die Chefin vom Secret Service, die soll 1000, also die soll quasi irgendwie 30, 40%. Die hat irgendwie gesagt, dass super, super, super viele Frauen eingestellt werden sollen. Und jetzt kursieren so die Videos, wie unfähig die Frauen waren, Donald Trump zu beschützen. Dieses eine Video, wo sie nicht mal die Fähigkeit hat, die Waffe zurück ins Holster zu tun. Also das ist schon heftig.